Moin allerseits. Ihr seid auf dem Kanal, wie ihr sehen könnt, von Turbo Operazzi. Und ich streame heute Steel Division 2. Ich kenne das Spiel nicht. Das heißt, ich habe natürlich schon mal ein bisschen geguckt und so weiter, wie man das halt so macht, wenn man sich was zulegt. Aber es ist sehr umfangreich. Verspricht aber sehr viel Unterhaltung, ob man das so nennen, was immer Spaß macht, weiß ich nicht. Aber ich habe gerade Steel Division 1, Normandie 44, auch gestreamt. Das Video findet ihr auch hier. Dort das Tutorial durchgespielt. Nee, stimmt gar nicht. Beim sechsten Teil musste ich leider aufgeben, weil ich so dusselig war, das umzusetzen. Da muss ich nochmal hinterher pirschen und gucken, was ich da falsch gemacht habe. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wenn ihr Tutorials gucken wollt und gut Englisch könnt, dann muss man wirklich gut Englisch können, dann gibt es hier Vulkan HD Gaming. Der hat gute Tutorials in Englisch. Und Sozi Network hat auch, ich glaube, das sind 4 Stück. Kurz und knackig. Und informativ, aber mir ist das Englische immer zu schnell und die ganzen Begriffe, und wenn denn einer noch mit Slang spricht und so, dann ne, seht ihr hier, sind 4 Stück, genau. Ne? Dann kapiere ich das nicht, dann überlege ich, was das bedeutet haben könnte, und der ist schon 2 Sätze weiter. Ne? Also wenn ihr gut Englisch könnt, dann empfehle ich euch, guckt euch die an und nicht mein lahmes Tutorial, weil ich bin sehr unbedarft noch in diesen Spielen hier. Klar habe ich auch schon mal Rom 2 und sowas gespielt, aber das hier ist total anders und auch sehr realistisch. Und was man da alles einstellen kann, also absolut klasse ausgedacht, muss ich ehrlich sagen, ist eine Fortentwicklung von Steel Division 1, Normandie 44. Und hat viele Verbesserungen, wurde auch überall so beschrieben. Übrigens eins noch, wer Normandie 44 hat und sich dieses Spiel auch noch zulegt, der sollte dann auf ein DLC verzichten beim sich zulegen, weil das kriegt er dann so. Ich glaube, das ist Return to D-Day oder so. Ich habe den Namen jetzt nicht auf Tasche. Aber nur der Hinweis, aber den Hinweis findet ihr sicherlich überall irgendwo bei Beschreibung und so. Ne? So, wir wollen jetzt mal gucken, was hier so Sache ist. Ich schalte jetzt erstmal live. Sowohl, das ist toll, ne? Was ich alles schon kann hier, ne? Das habe ich alles im Internet gelernt. Auch hier die Bedienung von OBS Studio. Und da gibt es ja einen, der hat, glaube ich, 28 Videos nur über OBS Studio gemacht. Und der kann das wirklich gut erklären und erzählen. Der hat auch eine Engelsgeduld und so. Die hätte ich ja nun wieder nicht, ne? Aber gut, jedem das seine. Wir gucken uns jetzt mal an, was es hier gibt. Da guck mal hier, da sind sogar 2 Tutorials. Taktisches und Army General. Aha. Na, dann gucken wir uns mal das Taktische an. Bootcamp 1, der Angriff. Wir sind im Bootcamp. So, da geht es um die Grundregeln des Infanteriekampfs. Ihnen wird beigebracht Auswahl, Einnehmen, Autobefehl. Gut, das wählen wir jetzt erstmal aus. Und dann gucken wir mal. Das ist auch wichtig. Aufklärung für bestimmte Panzerabwehreinheiten beeinträchtigen nicht den Frontverlauf, weil der Frontverlauf, den können nicht nur wir sehen, den kann auch die Gegenseite sehen. Und dann wissen die, oh, da sind welche. Wenn die das aber nicht beeinträchtigen, das hier ist der Frontverlauf. Wenn ich jetzt hier mit dem Panzer bin, dann geht der weiter zurück. Und die anderen hier oben, die, wenn man jetzt wirklich gegen Personen spielt, aber die KI sieht das in Anführungsstrichen natürlich auch, dann wissen die, da ist einer. Ne? Aber die anderen, die das nicht beeinträchtigen, die können sich hier fortbewegen und können aufklären und sagen, ey, da ist was. Und dann kannst du von hier den abballern oder was auch immer. Ne, also, was ein bisschen schwierig ist,
ist diese ganzen Divisionen zusammenstellen. Aber da gibt es bei dem Erstgenannten im Internet auch, glaube ich, sogar eine Datei, die man runterladen kann, die einem hilft, gute Divisionen zusammenzustellen. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Lernen Sie, wie Sie eine feindliche Position angreifen. Aufklärung warnt uns, dass das Dorf von einem feindlichen MG-Zug besetzt ist. Das Dorf. Ach hier, das denke ich mal, das wird das Dorf sein. Und da ist eine rote Fahne. Okay, weiter. Ihr Ziel ist es, das Dorf durch die Beseitigung der sowjetischen MGs zu sichern. Auf die Russen, wähle alle ihre Truppen aus. Wähle alle ihre Truppen aus. Das Dorf einnehmen. Wähle alle ihre Truppen aus. Panzergrenadier. Oh, da sind ja vier Zeichen unten. Verwenden Sie nun den Befehl einnehmen und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Ziel. Einnehmen, das blinkt ja schon. Oder ich muss erstmal weiter drücken. Und jetzt einnehmen. Aha, das ist schon wieder ganz anders als bei dem anderen da, nicht? So, ich denke mal hier, da ist das Ziel jetzt. Ping. Sie können die direkte Kontrolle. Super jetzt. So, jetzt fährt er los hier. Nein, du sollst. Nein, hier sollt ihr hin. Haben Sie es gemerkt? Ja, wie kriege ich das jetzt wieder weg hier vom Mauszeiger? Ja, fortsetzen. Na, ja, da kriege ich gar nicht weg. Die feindlichen Einheiten töten oder gefangen nehmen, die das Dorf verteidigen. Ja, hier kann man ja wenigstens was sehen bei dem Tutorial von dem Steel Division 1. Da waren so riesen Schilder, da hast du nicht viel gesehen, da wusstest du gar nicht, wo du hinklicken solltest. Also ich nicht. Ne? Ihr wisst ja, wie das bei PCs ist. Das Problem bei PCs sitzt meistens vor dem Bildschirm. Ne? In diesem Fall war ich das tatsächlich. So, hier gehen die auch zusammen immer. Die zeigen, das sind vier Stück und da gehen sie auseinander, wenn man runter scrollt. Dann kann man das sehen. Ne? Wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. So, hier oben haben wir nichts, da haben wir null, also wir können keinen Ersatz oder so. Was machen die jetzt hier? Ach, die schwärmen automatisch aus. Ach, guck an. Feindkontakt. Ach hier, guck mal hier, da kannst du sehen, feuern und nachladen. Und kann ich den jetzt auch nehmen? 9 mm Geschosse. Sie haben die grundlegende Angriffsmethode gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das war das schon. Gut, aber das ist natürlich ein toller Befehl, einnehmen, wenn die da selbstständig schon ausschwärmen und alles. Das ist geil. In dieser Übung lernen Sie, wie Sie Verstärkung einsetzen. Wer das noch nicht gespielt hat, der sollte wissen, dass das immer eine Aufstellungsphase gibt und dann wird die Schlacht erst gestartet. Entschuldigung. In der Aufklärungsphase, da hat man nur diesen Bereich hier. Manchmal kann der auch so sein oder hier nur eine Ecke, wo man seine Truppen platzieren kann. Ne? Das bedeutet, dass pausiert, wie wir unsere Einheiten aufstellen können, bevor die Kämpfe beginnen. In der oberen linken Ecke finden Sie das Anforderungsmenü hier oben. Weiter. Sie haben 160 Anforderungspunkte. Der Kreis ist ein Chronometer, der während des Kampfes ausgelöst wird. Es zeigt die Anzahl der Einsatzpunkte pro Minute an. Hier werden Sie 0 bekommen. Ach, da kriegt man auch noch Einsatzpunkte. Naja. So. Klicken Sie auf das Verstärkungsmenü Infanterie.
Um es zu öffnen, und bewegen Sie den Mauszeiger über das Panzergrenadiersymbol. Ach so, erstmal weiter drücken. Klick Sie die Wunde. Mauszeiger darüber bewegen. Ihre Reserve besteht aus 4 Panzergrenadiere-Gruppen. 4. Ach ja, die blaue Zahl da drin, das ist wohl die Anzahl denn, ne? Und die 35, das sind diese Punkte, die links 160 betragen. So haben wir jetzt 4 mal 35, dann sind wir aber nicht auf 160. Ne, nach meiner Rechnung sind das erst 140. Oder es ist einmal 35. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist, da steht eine 35 drin, da oben. Und hier unten steht eine 30 drin. Was stimmt denn da jetzt? Na gut, Ihre Reserve besteht aus 4 Panzergrenadiergruppen. Jede Gruppe kostet 40 Einsatzpunkte. Ja, dann ist die Zahl da oben aber falsch. Ne? Guck mal hier. 35 Kosten der Einheit in Einsatzpunkten 35. Und da unten ist eine 30. Das ist ein bisschen durcheinander. Hier sind es jetzt 40. Wer bietet noch mehr? Also, die kostet 40 Einsatzpunkte. Sie können sie alle in der Aufstellungsphase platzieren oder später im Spiel anfordern. Beachten Sie, dass Ihre Einheiten nur auf dem Feld platzieren können, das durch den blauen Bereich markiert ist. Aufklärung warnt uns, dass das Dorf von einem feindlichen MG-Zug besetzt ist. Sichern Sie das Dorf. Ihr Ziel ist es, das Dorf durch die Beseitigung der sowjetischen MGs zu sichern. Wenn Sie Ihre Aufstellung abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Taste Schlacht starten, um den Kampf zu starten. So, jetzt muss ich die hier nehmen. Das ist auch gleich eine falsche Position. Hier, ne? Dann stellen wir die schon gleich mal hier oben hin. Brauchen Sie nicht so lange rumfahren da. So, was mir jetzt gerade auffällt, ist, hier unten steht Autobefehle, Einsatzregeln, Befehle. Da kriegt man wahrscheinlich noch mehr Infos, aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Die Schlacht starten. So. Einnehmen. Was ist das hier? Max Ruhe. Wo ist denn der? Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal ein bisschen dichter ran, dass wir sehen, was hier passiert. Ach, hier gehen sie wieder auseinander. Das ist ja schon mal gut gemacht. Rückzug. Oder nicht? Rückzug. Zieh den Arsch an, Hans. Wir haben sie voll erwischt. So, jetzt. Wir sind noch im Rückzug hier. Das verstehe ich. Was habe ich denn jetzt gemacht für einen Kram? Aha, jetzt geht er da lang. Und er wird von dem wohl geleitet oder was? Na, da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wird. Da habe ich ja schon den ersten Fehler gemacht.
Das R habe ich mir nämlich gemerkt aus dem letzten Tutorial. Das ist für Rückzug. Missionsziel erfüllt. Aha. Während des Spiels Verstärkung anfordern. Habe ich Verstärkung angefordert? Na denn. Wenn er das sagt, der muss ich ja wissen, das ist ein Computer, nicht? Ja, ich habe das auch ohne Bild gemacht jetzt. Nicht nur, weil ich nicht fotogen bin heute, sondern weil man einfach mehr sieht bei solchen Spielen. Wie sie eine Position halten. Aufklärung Wahnsinns, dass eine sowjetische Angriffskompanie einen Angriff auf die Farm vorbereitet. Nein! Ihr Ziel ist es, die Farm zu halten oder zurückzuerobern. Halten Sie die Farm, ja. Wählen Sie die Einheiten in der Farm aus. Ich denke mal, das sind die hier, ne? Großartig. Klicken Sie jetzt auf den Autobefehl halten. Ach, das sind die. Ah, ja. Position halten. Achso, erstmal weiter. Sie werden automatisch eine Verteidigungsposition einnehmen, aber auch einen Gegenangriff ausführen, wenn der Feind in Ihren Umkreis tritt. Gut. Brauchen Sie Deckungsfeuer? Ja. Feindgesichtet, Ziel auffassen. Was ist mit dem hier? Wo ist denn der? Den sehe ich nicht, oder? Sehe ich ihn doch und kann das nicht zuordnen, weiß ich auch nicht. Wo kommen die denn jetzt? Da. So, die gehen jetzt automatisch hier rein, die bauen jetzt ihre MGs auf. Und er will hier noch hin. Okay. Feuern. Schweres MG 42. Ja, das ist natürlich ein Hammer, ne? Die haben aber alle einen. Sie können sie aus dem Anforderungsmenü anfordern. Zielpunkt festlegen. So, wo sind die jetzt? Die kommen von hier jetzt, ne? Guck mal. Hier. Wir könnten die natürlich auch von hinten hier. Panzergrenadiere. Aber egal. Versuchen wir es erstmal so. Man kann diese Tutorials ja immer wieder spielen. Ja, Hauptmann. Schnelles Jagen habe ich jetzt angeschaltet. Kann der da durchfahren? Unsere Kräfte. Der Feind ist vorm Kollabieren. Angriff fortsetzen. Ja, was denn nun? Können wir da heute noch mal hin? In Schockstarre. Die sind alle in Schockstarre. Tanko Desaniki. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt. Ach, jetzt ballern die auf die und auf die hier. Und die haben schon die weiße Fahne gehisst. Und die anderen müssen noch. Die haben auch schon. Halten Sie die Farm? Sie haben gelernt, eine Position zu halten. Gute Arbeit. Aha. Aha, aha. Aha. Können das Gelernte in der Einzelschlacht umsetzen. Sie haben nun Zugriff auf alle zuvor kontrollierten Einheiten. Auf diesem Schlachtfeld musst du Ziele kontrollieren, die durch Flaggen der einen oder anderen Seite dargestellt werden.
Je mehr Ziele sie kontrollieren, desto mehr verbrauchen sie die Moral ihres Gegners. Ihr Ziel ist es, mehr Ziele als der Feind einzunehmen, um seine Moralbalken auf Null zu bringen. Einzelschlachtspiele in Stil Division 2 beginnen in Phase A. Phasen bestimmen ihr Einkommen im Einsatzpunkte und Verfügbarkeit der Einheiten zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel. Ja, das sagt mir jetzt natürlich alles. In einem echten Einzelschlachtspiel werden die Phasen alle 10 Minuten bis zur letzten Phase C gewechselt. Aha, für den Zweck dieses Tutorials dauern sie jeweils nur 5 Minuten. Also jetzt bin ich in Phase A, nach 5 Minuten kommt Phase B, da kommen noch andere Verstärkungen und in Phase C kommt noch wieder was. Also nach 10 Minuten. Aha. Klicken Sie auf das Verstärkungsmenü Infanterie, um es zu öffnen, und bewegen Sie den Mauszeiger über die entsperrte Infanterieeinheit. Infanterie. Panzergrenadier. Schützentrupp. Maschinenpistole, Gewehr. Leichtes Maschinengewehr. So, beachten Sie die Buchstaben B oder C auf einigen Einheiten. Nur Einheiten der Phase A sind verfügbar, die mit B und C sind derzeit gesperrt und nur in diesen jeweiligen Phasen verfügbar. Also nach 5 Minuten kriege ich hier das B, kriege ich noch mal 12 Jungs dazu und in C auch nochmal. Gut. Positionieren Sie Ihre Einheit in der Aufstellungszone und klicken Sie auf die Taste Schlacht starten. Bevorzugen Sie die Aufstellung auf Straßen für schnelle Bewegungen. Ah, toll. Land. Was heißt Land? Ach, Land hier, das sind die Straßen. Okay. Und Luft kommt auch noch dazu. Gut. Ja, was machen wir denn da jetzt? Die ist ja hier vielleicht am schwierigsten, oder die hier. Zielpunkt festlegen. Ja. Ich glaube, der zeigt schon so dahin, ne? Aber die ist ja hier. Die ist am weitesten im Feindgebiet, dann stellen wir den mal hier hin. So. Okay. Ach, das war jetzt schon. Dann gehen wir hier erstmal auf Einnehmen. Machen wir mal hier. Aber ich weiß immer nicht, ob ich links oder rechts drücken muss. Ah, shit. Dann machen wir mal Schlacht starten. Mal sehen, ob er losfährt. Nee. Jawohl. Jetzt fährt er los. Gut. Nee, du kannst doch direkt hinfahren. Keine Vorkommnisse. Ziel verloren. Was ist jetzt? Oh. Und da kommen sie jetzt. Dann wollen wir mal hier. Direkt vor eigener Stellung. Studebäcker, da kommt Studebäcker. Befehle jagen. Feuer erwidern. Okay. Mal, bin ich immer gespannt, was das jetzt wird hier. Da. Der fährt jetzt darüber.
Der will jetzt zur Straße, oder was? Ach, die laufen jetzt. Ach du Scheiße, jetzt ist das Auto weg. Feind direkt vor eigener Stellung. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wieder wert hier. Da habe ich aber Mist gemacht. Schauen wir mal. Die haben die Mitte eingenommen. Die Mitte wäre ja immer am günstigsten, ne? Machen wir nächstes Mal. Vielleicht müssen wir das sowieso wiederholen. Aber warum rennen die da lang? Das verstehe ich nicht. Ihr sollt das einnehmen hier. Breiter Hauptmann. Ach, jetzt laufen sie dahin. Na, kann ich hier bei der Maus, mit den Pfeiltasten kann ich jetzt weiter. Ach, da sollen sie hin. Jetzt. Ja. Aber warum laufen sie denn nicht querfeldein? Geht das über die Straße? Ach, da ist er da. Todes. Tanko de Sankiki, oder wie das heißt. Panzergrenadier. Was macht er jetzt? Jetzt haut er ab und geht in neue Stellung. So, habe ich noch mehr? Oh, da hätte ich noch so, hätte ich alle noch. Ich dachte, das wären jetzt schon alle. Da machen wir hier noch mal einen hin. Komm, so. Einnehmen. So, ah, das ist ja ein Ding. Bin ich ein bisschen dazig. Feind direkt vor eigener Stellung. So. Da habe ich aber gepennt. Oh, da hätte ich ja so viele nehmen können hier. Ich blöd, Mann, da. Ja, los, da können noch ein. Ne, hier noch einen. Genau. Ja. Einnehmen. Oh, sowas Doofes. Mehr habe ich jetzt nicht. Open Blitz ausgeschaltet. Was sagt mir das? Hier. Maschinengewehr. Phase B gestartet. So, einnehmen. Macht er das denn nicht? Mann! Los, noch einen hier jetzt. Oh, kann das nicht aufbleiben? Vielleicht verplempert man so viel Zeit. Ja. Ich verfüge nicht über genügend Aufstellungspunkte. Ah, den hätte ich jetzt übernehmen können. Na, egal. So. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Na, ja, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier passiert, oh, mein lieber Scholli. Hoch auf dem gelben Wagen.
weiter, Hauptmann. Verdammt, es hat mich erwischt. Überprüft Waffen und Munition. Zieh den Arsch an, Hans. So, jetzt wollen wir die da mal hinschicken. Haha, das hat gesessen. Ja, guck mal hier, das ist aber auch blöd, ne? Kann ich den jetzt schon ein... Schicken. Was haben wir denn noch hier? Oh, wir haben ja reichlich. Einnehmen. Feind direkt vor eigener Stellung. Nicht genug Punkte. Bin ich immer gespannt. Du kannst euch wollen jetzt. Sie mitfahren? Du kannst euch jetzt schon mal hier hin einnehmen. Verdammt, es hat mich erwischt. Und du auch. Ruhe, herhören. Stehen bereit. Ah, es hat mich erwischt! Where? Wo? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Hat jemand ein Taxi bestellt? Wie lauten Ihre Befehle? Einnehmen. Immer den Arsch an Hand. Panzer, da habe ich nicht genug Punkte jetzt. Shit. Ah, jetzt. Verdammt, es hat mich erwischt. Haha, das hat gesessen. Wo sind denn? Wann kann ich den Panzer nehmen? Verdammt, es hat mich erwischt. So, hier, da ist ja noch neben gekommen. Bereit für den Transport. Sanitäter! Ah, es hat mich erwischt! Wir können nicht mehr. In Schockstarre, der muss Unterstützung kriegen, ne? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Gucken, was das wird hier. Noch ein Treffer und es ist aus. Ah, es hat mich erwischt. Feind direkt vor eigener Stellung. So. Sanitäter! Also bin mal gespannt, was jetzt passiert hier. Jetzt hat alles wieder aufregend. Einen haben wir ausgeschaltet. So, dann wollen wir erstmal gucken. Panzergrenade. Sanitäter! Schockstaffel. Wir rufen es aus. Feind direkt vor eigener Stellung. Sanitäter! Feindkontakt! Sanitäter! Der ist hinüber.
Was ist denn das für ein Mist hier? Feindkontakt! Wir wurden schwer getroffen! Ziehen wir die jetzt mal wieder zurück hier, da kommt doch einer. Aha. Taxi bereit. Da sind jetzt so viele von uns, da müssen wir doch jetzt laufen hier. Wieso kann ich jetzt hier nicht so jetzt? Da hakt er ein bisschen. Todes-Sangiki. Zweiter Zug einsatzbereit. Verdammt, es hat mich erwischt. Mitten ins Schwarze. Gruppe erwartet ihre Befehle. Ruhe, herhören. So, was jetzt? Haben wir hier noch? Oh. Jetzt schicken wir aber Panzer los. Nee, weg. Panzer sind weg. Kübel, da müssen wir den mal hier hinschicken. Ah. So, jetzt kommt hier der Panzer. Ja, schon erledigt. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Aber nichts gewonnen jetzt. Einsatzbereit. So, dann nehmen wir hier jetzt mal so ein. Mal gucken, wie kann ich hier. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Drei Stück. So, jetzt. Einnehmen, zack. Jawohl, Hauptmann. Gucken, was haben wir denn hier jetzt? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Für das Vaterland! Für das Vaterland! Da ja nicht mehr viele, wa? Mann! Das ist ja schon er hier. Jawohl, Herr Kommandant! Schütze, 10 Uhr! 500! Feuer! Mach doch, Feuer! Was sehe ich denn da jetzt? Kein Feuer? Zu Befehl! Luken dicht, wir greifen an! Ziel ausgeschaltet! Rund 1 an alle! Funküberprüfung! Kommen! Oh, ich hab hier schon wieder was gekriegt hier.
Wo denn? Da? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Haha, das hat gesessen. Oh, das ist ja aber mehr hier im Vertrieb. Panzergrenadier. Hier scheint sich was anzubahnen. Mal gucken. Hier können wir noch welche ab, ne? Dann gehen wir mal zum Panzer hin. Da können wir noch einen brauchen hier. Noch einen hier, komm. So, und. So. Hier wollen wir mal verstärken. Boah, habe ich hier viele. Das gefällt mir ja, dass die selbstständig hier dann auch, das hat gesessen, auch mal was machen, ne? So, die sind bald da bei Panzer. Dann schicke ich die nämlich zusammen los. Dann sind sie ein bisschen geschützt, ne? Da geht ja Schmitz Katze ganz schön ab, du. So, jetzt sollen wir die da vorne erstmal nehmen, ne? Dann geht es mal dahin, da. Panzer zur Stelle. Ohne Tritt, Marsch! Sanitäter! Der ist hinüber. So. Ja, Hauptmann. Aufgepasst, Männer, es geht los. Mitten ins Schwarze. Aufgepasst, Männer, es geht los. Ich bin mal gespannt, was jetzt. Aha, das war das Kommando, dass die sich jetzt selbstständig verteilen wollen. Ah, ich bin mal gespannt. Sonder-Kfz, Sonder-Kfz. Das sind die Unterstützer, oder? Ah, da sind welche. Todesnadiki. Die ziehen sich schon zurück. Ja, tschüss. Wie sieht's denn hier aus? Da sieht's eigentlich ganz gut aus, ne? Müssen wir den noch einnehmen hier. Mal gucken, ob die das können, ne? So, da können wir noch einen mehr. So, wie sieht's hier aus?
habe da hier schon wieder reichlich. Ist ja schön. Opel Blitz, den brauchen wir. Mal erstmal hier einen hinschicken. Die haben wir niedergemäht. Der Feind ist zum Kollabieren. Angriff fortsetzen. Ja, wir sind dabei, Baby. Das ist das letzte ein, nämlich denn das reicht, wenn man mehr als der andere hat. Oh, hier sind ja noch mehr. Feind direkt vor eigener Stellung. Haha, das hat gesessen. Haha. Der ist hinüber. Haha, das hat gesessen. Jetzt habe ich keine mehr. Haha, das hat gesessen. Ach, hier, guck mal, das schwimmt auch schon. Na, haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Wusch. Gut gemacht. Die wichtigsten Siegbedingungen. Verstanden, ja. Sie sind jetzt bereit, das Vaterland zu verteidigen. Na denn, speichere, so. Ziele eingenommen, gut. Gut, ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wir haben jetzt alles durch. Ne? Und die Phasen haben wir auch erlebt. Prima. Gehen wir mal zurück. Dann könnten wir uns, naja, jetzt mache ich erstmal Schluss und das Army-Tutorial mache ich extra. Das war jetzt das taktische Tutorial. Dann danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig oder ich zu dusselig. Ne, es gibt sicherlich viele, die das besser können, aber ich lerne. Und wenn ich dann gelernt habe, oh, na jedenfalls... Schaut wieder rein, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.